Ich möchte nun einmal zeigen, wie man Dreiecke mit einem kleinen See zeichnet. Und zwar aktiviere ich das Raster und nehme jetzt mein Polygon und zeichne jetzt einmal ein Dreieck hier mit der Seitenlänge 3 cm. Ich halte gedrückt, jetzt lasse ich los und jetzt drücke ich am Eckpunkt und jetzt einen Doppelklick zum Schließen des Polygons. Für den See brauche ich gleich noch einmal ein weiteres Symbol und dann nehme ich die Freihandlinie, die gefüllte, die setze ich hier unter meinen Ellipsenbogen und dann zeichne ich einmal nochmal die Winkel. Ich fange hier vorne an, ich vergrößere ein bisschen und setze das so, dass ich jetzt hier den Mittelpunkt hier direkt habe. Ich habe hier 1 cm Durchmesser und dann lasse ich los und setze hier den ersten Schenkel und den zweiten Schenkel hier vorne. Und das Konstrukt, das dupliziere ich mit der STRG-Taste. Einmal hier vorne hin und einmal nach oben. Meinen rechten Winkel, den markiere ich noch mit einem Punkt. Ich zeichne hier einmal einen Kreis und setze hier einmal die Breite auf 0,05 und die Höhe auch auf 0,05. Und dann setze ich die Farbe auch nochmal auf Schwarz. Und dann kann ich den Punkt hier platzieren. Kann ihn besser greifen, wenn ich das vergrößere. Und das wollte ich nämlich nicht. Wenn ich jetzt die Alt-Taste drücke, dann kann ich den genau platzieren. Ungefähr hier vorne. Das Ganze gruppiere ich dann auch. Und setze das auch bei mir in die Galerie rein. Der Mathematik. Länger gedrückt halten. Jetzt kann ich das hier reinpacken. Und beschriften. Rechter Winkel. Und dann kann ich hier oben die Winkel anpassen. Zur Not hier die Punkte bearbeiten drücken. Der größere ist noch ein bisschen, da kann ich genauer arbeiten. Sobald der Finger gezeigt wird, kann ich das ziehen. Hier vorne hin. Und dann hier vorne hin. Das sieht gut aus. Dann beschrifte ich meine Winkel noch mit einem kleinen Text. Ich mache das jetzt mal beispielhaft. Das müssen jetzt nicht die genauen Werte sein. Und hier setze ich die Schriftgröße auf 4. Und dann drücke ich auch die Alt-Taste. Kann ich es genau platzieren? Ich kann aber auch die Cursor-Tasten benutzen, die Pfeiltasten. Dann kann ich dahin navigieren. Und wenn ich beim Navigieren mit den Cursor-Tasten die Alt-Taste gedrückt halte, dann kann ich sehr genau in kleinen Schritten navigieren. Das dupliziere ich nochmal hier hin, schreibe dann hier vielleicht 40 Grad rein. Und auch hier die Alt-Taste drücken und die Cursor-Tasten benutzen. Und dann kann ich sehr genau navigieren. Zum Abschluss noch der See. Dann nehme ich die Freihandlinie und zeichne
Jetzt einfach eine grobe Form. Und dann möchte ich, dann kann ich diese Punkte noch bearbeiten, wenn ich möchte. Und ich möchte hier jetzt ein Muster haben. Das Zickzack-Muster. Hier habe ich noch mehrere zur Verfügung. Aber Zickzack sieht ein bisschen aus wie Wasser. Und dann kann ich hier meine Form hier drauflegen. Und lege die ganz nach hinten. Und dann sage ich noch, dass vom Dreieck hier die Farbe ohne Farbe sein soll, dann ist es durchsichtig und dann habe ich hier mein Dreieck fertiggestellt. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.